Die nächste Evolutionsstufe soll nicht oder kommt nicht von selbst, also es wächst nicht irgendwo irgendein Chip in der Haut oder irgendein künstliches Gelenk, sondern es ist etwas, das gemacht werden muss. Nur freiwillig geht das nicht. Wer lässt sich da schon gerne irgendwie, es gibt vielleicht ein paar, aber viele wollen das gar nicht. Also ist irgendwie diese Evolution, die muss erzwungen werden. Wie das etwa läuft, sieht man ja schon mit Filmen, mit diesen ganzen Serien, die darauf zulaufen, zum Beispiel auch Black Mirror. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie Netflix kennen. Schauen Sie sich die an. Weil das sind alles so Dinge, die unter Umständen auch da reinkommen können und die zum Teil auch schon gut funktionieren, vor allem China und anderen asiatischen Ländern. Und dann auch diese ganze Technokratie, diese Technologisierung von dem Ganzen, das meine... Bei den Jugendlichen ist es ja so, dass diese Handys eigentlich schon die Welt bedeuten. Also man hat dann den Kontakt in die Welt raus. Ich glaube, das ist wirklich nur eine virtuelle Welt. Und die wahre Welt, die soll uns ja irgendwie jetzt auch aberzogen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier so zusammenkommen. Denn kein Online-Vortrag kann das, was wir heute erleben, diese verschiedenen Energien, dieses Austausch, dieser direkte Kontakt, bringen, nicht einer. Ich denke, das wissen alle, die Homeoffice machen, die Sitzungen, die Schulungen und so weiter per Online, per Skype oder so irgendwie machen müssen. Dementsprechend, ja. Es ist für uns auch nicht überraschend, dass der Virus ja eigentlich auch in der Computertechnologie ein wichtiges, wobei nur bei Windows, also nicht unbedingt bei den anderen, aber ein wichtiger Grund spielt, und Virus kommt aus dem Lateinischen, heißt Gift. Also im Prinzip beschreibt es ja schon, was es ist. Und deshalb, wir leben in einer hochspannenden Zeit. Wir leben in einer Zeit von großen Herausforderungen, weil wir 2012, 2013 diese ganze Arbeit mit dem Epidemiengesetz gemacht haben, haben wir uns nicht gedacht, dass so etwas, was jetzt gekommen ist, kommen könnte. Aber es ist trotzdem gekommen. Und deshalb, ich denke, es ist so, vielleicht Messerschneide oder ein Kopf-und-Kopf-Rennen. Mal schauen, wie es läuft. Ich möchte jetzt nicht länger werden, sondern ich möchte ganz, ganz herzlich mit einem großen Applaus unseren Gast heute begrüßen. Gunnar Kaiser, darf ich Sie bitten, auch nach vorne zu kommen und uns. Das war jetzt eine Ganzkörpermassage über die Hände, aber wirklich verdient, und ich freue mich auch auf den Vortrag, und deshalb möchte ich Ihnen gerne das Wort übergeben. Vielen Dank. Ja, das war ja fast schon mein Vortrag. Eigentlich haben Sie da schon sehr... Es kann so schnell gehen, es kann so einfach gehen. Naja, vielleicht kann ich noch ein bisschen etwas hinzufügen, aber vielen Dank für diese sehr passende Einleitung nämlich. Und Sie haben gesagt, ein Online-Vortrag kann das gar nicht alles abdecken, was wir machen können, nämlich nass werden beim hier hinkommen. Das hätte ich jetzt ja dann über Zoom oder so nicht erlebt. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nämlich auch durch Ihr wunderschönes Land zu fahren. Wir kommen jetzt gerade aus Toggenburg und sind dann hier hochgefahren, und es war sehr schön, auch wenn es sehr regnerisch war. Aber Sie haben sehr recht, dass uns natürlich auch so in der letzten Zeit sehr viel genommen wurde, dass wir jetzt gerade hier wieder erleben dürfen. Ich bin seit 3, 4, 5 Tagen in der Schweiz und habe ein paar Veranstaltungen hinter mir, und die Leute sind schon ja dankbar, beziehungsweise trauen sich auch manchmal gar nicht. Vielleicht geht ihnen das auch so, ach, man darf sich wieder treffen, man darf hier sitzen. Und ganz interessant fand ich eben, als Sie gesagt haben, naja, wir halten ja wirklich alle sichtbar alle Covid-Maßnahmen ein, indem wir einfach nach vorne atmen, dass es so ein allgemeines Gelächter gab. Es hat mich fast irgendwie an irgendein Märchen erinnert. Ich glaube, das hatte mit des Kaisers neue Kleider zu tun. Manchmal habe ich doch immer noch die Hoffnung, dass das Gelächter, ob eben der Tatsache, dass der Kaiser nackt ist, doch noch lauter werden könnte, weil bei dem, was abgeht, dann doch sehr viele Menschen schon sagen, okay, das ist alles nur noch eine Farce. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema und soll ein andermal erzählt werden, wie es bei Michael Ende heißt. Ich habe Ihnen noch ein paar, ja, schwurbelige, pseudo-intellektuelle
Ergänzungen zu machen zu dem Vortrag jetzt, den Sie gerade gehört haben. Und der geht aber tatsächlich ein bisschen mehr in die Philosophie. Also es geht um Technokratie, um Transhumanismus, aber es geht weniger um die einzelnen Techniken, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen oder was mit dem Menschen transhumanistisch gemacht werden kann, als um den philosophischen Hintergrund. Also da sind tatsächlich philosophische Denkgebäude dahinter, die eine teilweise sehr lange Tradition haben und die uns dann vielleicht auch erklären können, warum das, was hier abläuft, eben so abläuft. Also schon eben auch die Hintergründe hinter den Maßnahmen und hinter dieser Entwicklung jetzt der letzten Monate, aber im Grunde genommen dann eben auch der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und auch eine Entwicklung, die nicht abgeschlossen sein wird, falls hier dieser ganze Spuk einmal vorbei ist. Nicht Sie persönlich jetzt gemeint, sondern der ganze Spuk in dieser neuen Normalität einmal vorbei sein sollte. Denn, ja, wie Sie sicherlich auch schon ahnen, wird dann natürlich die eine Angst von der anderen abgelöst werden, die eine Bedrohung durch die andere. Und was aber gleich bleiben wird, denke ich, soweit kann man sich schon hervorwagen, ist eben diese unterliegende Ideologie. Die Philosophie beginnt ja, wie Sie wissen, mit dem Staunen. Aristoteles hat das gesagt, was ist die erste menschliche Bewegung, die zum Philosophieren bringt, das Staunen angesichts der Phänomene, angesichts der Welt. Es gab sehr viel zu staunen in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, worüber Sie am meisten staunen, ob es doch über die Rhetorik ist, die Politiker sich anmaßen oder auch die Journalisten, ob es über das Schweigen der Intellektuellen angesichts der drastischsten Grundrechtseinschränkungen geht oder ob es ja, vielleicht die Lethargie auch des Volkes geht. Und ich beziehe mich jetzt nur auf das deutsche Volk. Ich würde niemals als Deutscher wagen, über die Schweizer irgendetwas zu sagen. Aber ich kann Ihnen nur berichten, dass zum Beispiel der Nicolas Grimoldi, dessen Tasche ich hier vom Maßvoll ich tragen darf, ehrenhafterweise gesagt hat, ja, auch die Schweizer haben so viel abgenickt. Warum ist das so? Das passt doch eigentlich. Könnte man sich als Einmarsch auch mal... Nein, das ist ja zu narzisstisch, wollen wir ja auch nicht. So deutlich werden wir ja auch nicht im Narzissmus sein. Also die Schweizer machen auch sehr viel mit, haben sehr viel mit sich machen lassen, vielleicht wegen einer Wohlstandsverwahl. Das sind jetzt nicht meine Worte, ne, sondern von einem echten Schweizer. Wohlstandsverwahl. Vielleicht hat man sich zu sehr an die Freiheit gewöhnt und so weiter. Also worüber Sie am meisten staunen, das wird vielleicht gleich noch zu klären sein. Bei mir geht es eben um diese drei Sachen, aber vor allem auch um das Schweigen der Intellektuellen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn diese Phänomene überhaupt benennen? Was wäre denn das dahinterliegende Prinzip, das uns das Ganze eingebrockt hat? Ideologien gibt es ja viele und es gibt auch bei einigen Versuche, die Phänomene der letzten Monate an eine Ideologie anzudocken und zu sagen, das konnte nur passieren, weil wir in den Medien oder in der Gesellschaft oder im öffentlichen Diskurs eine vorherrschende Mentalität haben. Einige sagen zum Beispiel, und da würde ich Sie auch direkt mal fragen, wir können ja eine kleine Umfrage hier machen, ob Sie auch dieser Meinung sind. Einige sagen, das ist der Auswuchs des Neoliberalismus. Wir haben hier das neoliberalistische Denken ja schon seit Jahrzehnten in Westeuropa oder überhaupt auch im ganzen Westen, das hier Fuß gefasst hat. Und das, was wir hier sehen, ist im Grunde genommen die Wirkung dessen. Bevor Sie die Alternative kennen, sollten Sie noch nicht die Hand heben, sondern die Alternative ist, das ist im Grunde genommen ein kryptosozialistisches oder semikommunistisches Prinzip, das jetzt hier wieder zum Vorschein kommt. Da ist jetzt wieder der Kollektivismus am Werk, der im Grunde genommen die Leute über diese Gemeinwohlformulierung wieder dazu bringen will, sich dem größeren Ganzen unterzuordnen und auch eben ihr Individualwohl und eben ihre Freiheiten aufzuopfern. Sollen wir das Spiel mal wagen? Ja, wer würde von Ihnen sagen, und keine Angst, Sie können weder was gewinnen noch irgendwie, jetzt werden Sie bestraft. falsche Antwort. Aber können Sie ja so, vielleicht haben Sie auch gleich noch eine dritte Option. Aber wenn wir die erstmal nehmen, wer würde sagen, das ist hier die neoliberale Machtelite oder das neoliberale Denken, das uns das Ganze eingebrockt hat? Oh, ja, okay, das sind
Ja, da hat man in Deutschland mehr, die da aufzeigen. Also ich würde sagen, vielleicht unter 50%, 40, 30, 40%. Wer würde sagen, es ist eher ein sozialistisches Gedankengut, das hier scheint mir ein bisschen mehr zu sein. Ich bin stolz auf Sie. Also ich tendiere natürlich auch durch meine liberale Ausrichtung eher alle Miseren der Welt dem Sozialismus anzukreiden. Aber gut, gibt es noch irgendwie eine dritte Option, die Ihnen jetzt so spontan einfällt? Das ist ja gemein. Aber das ist eher so eine Antwort, wenn ich kann mich nicht entscheiden. Nein, nein, ich habe mich schon entscheiden. Aber okay. Sie spielen jetzt hier Hand. Ja, das wäre natürlich perfide, weil dann sind wir von beiden Seiten eigentlich bedroht und können uns eigentlich, aber dann können wir eigentlich, egal wo wir hinschlagen, dann treffen wir immer die Richtigen, wenn wir so einen Rundumschlag machen. Ja. Ich möchte mich auch anschließen, ich glaube, das ist doch die Extreme. Also, wo sie die treffen eigentlich. Mhm. Und deswegen würde ich auch schwarz-weiß. Okay. Ja, warum sollen wir so schwarz-weiß denken? Das haben wir in der letzten Zeit genug erlebt. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir bei beidem ein Prinzip sehen können, das dem Ganzen zugrunde liegt und das eben nicht diese sehr prominente Stellung hat, wenn man Sozialismus sagt oder Neoliberalismus sagt, da kann eigentlich jeder was mit anfangen, sondern es ist die Idee der Technokratie. Und diese Idee würde ich Ihnen gerne vorstellen. Ich denke, dass sie die eigentliche grundlegende Ideologie und Bewegung hinter dem Ganzen ist. Denn beide Richtungen können und benutzen auch die technokratische Idee, um Macht anzuhäufen beziehungsweise auch politisches Handeln zu begründen. Jetzt muss ich aber doch mal hier, bevor ich hier ins Schwurbeln komme, auf meine Notizen verraten mir, dass wir gut in der Zeit sind. Die Frage ist jetzt natürlich, warum gerade die Technokratie und was macht die Technokratie so gefährlich? Yuval Noah Harari hatte in seinem Buch darüber gesprochen, dass die eigentlichen Grundideologien, die Großideologien des 20. Jahrhunderts abgelöst worden sind. Der Faschismus auf der einen Seite und der Sozialismus auf der anderen Seite. Aber übrig geblieben sei der Neoliberalismus. Und der ist jetzt deswegen so mächtig, weil er keinen Gegenspieler hat und weil er sich überall nur noch eigene Gegner ausdenken muss und er muss sich neue Märkte erobern. Meines Erachtens ist aber hier auch eben die Technokratie der eigentlich gefährliche Gegenspieler, weil zum Beispiel die Pandemie und die Art und Weise, wie wir die Pandemie bewältigen oder zu bewältigen meinen, eine Art Erfolgsgeschichte der Technokratie sein sollte. Die Technokratie möchte sich hier beweisen, als wir haben diese Bedrohung in den Griff bekommen. Und deswegen können wir mit den Mitteln, die wir da angewandt haben, auch die Zukunft gestalten. Es gab einen schönen Artikel vor kurzem erst im Merkur, der den Titel trägt tatsächlich, die Corona-Pandemie zeigt, unsere einzige Hoffnung sind die Technokraten. Das ist ein Artikel von Parag Khanna, der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Future Map, ein Autor zahlreicher Bücher. Ein Buch von ihm heißt Connectography und er schreibt im Magazin Foreign Policy und da ist auch dieser Artikel zum ersten Mal erschienen. Dieser Artikel ist für mich auch sehr verräterisch, weil er sehr deutlich und auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen sagt, dass die Technokratie eben unsere Erlösung sein wird. Die Technokraten in anderen Ländern werden von ihm sehr hoch angesehen, ja, besonders in asiatischen Ländern. Dieses asiatische Vorbild wird hier immer eben dargestellt. Er schreibt, für zahlreiche weitere Konflikte und Herausforderungen ist eine technokratische Lösung notwendig, etwa in der Klimakrise. Das haben Sie auch schon gemerkt, dass jetzt mit dem vielleicht Abflauen der Corona-Krise schon die Klimakrise wieder am Horizont aufzieht und eben die Mittel der Technokratie da angewendet werden sollen. Auch wachsende geopolitische Spannungen, die Regulierung von Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz oder eben der Klimawandel soll technokratisch bewerkstelligt werden. In diesem Artikel geht es auch um die Mittel, die wir jetzt anwenden, zum Beispiel die Impfstoffherstellung
und die Impfstoffknappheit zu besiegen. Impfstoffknappheit und Hunger müssen durch Koalitionen bekämpft werden, an denen multilaterale Organisationen wie das Welternährungsprogramm und philanthropische Geldgeber wie die Bill and Melinda Gates Foundation beteiligt sind. Also das wird ganz offen gesagt, dass wir hier auch über diese transnationalen Organisationen und über philanthropische Stiftungen eine Möglichkeit haben, in das Welthandeln, in das Weltregieren einzugreifen. Die diplomatischen Lösungen nach dem Standardprinzip, wie wir sie bisher hatten, das wird nicht ausreichen. Und darin ist auch ein Schlüssel zu sehen, dass wir schon ganz, ganz früh in den Medien und auch von Politikern die Rhetorik des die alte Normalität wird nicht wiederkommen hatten. Die neue Normalität, die ist im Grunde genommen schon gesetzt. Das war in Deutschland schon im Mai 2020, dass man von oberster Stelle in den öffentlich-rechtlichen Medien gesagt hat, diejenigen, die hier die alte Normalität zurückhaben wollen, das sind Spinner und Verschwörungstheoretiker, das sind Ewiggestrige. Das hat man von oben schon sehr, sehr schnell gesagt, dass jetzt natürlich die neue Normalität kommen muss. Es ist Zeit für umfangreiche Entscheidungen und ein konsequentes Management. Auf dieses Wort werden wir gleich noch zurückkommen. Sei es in Form eines Rahmenwerks zur Entschuldung öffentlicher Haushalte oder in Form, und das ist jetzt auch wieder eben Zitat von dem Artikel von Parag Khanna, in Form einer neuen grünen Revolution. Da bekommen Sie jetzt schon hier schön aufgefächert die einzelnen Elemente dieses technokratischen Denkens und wessen es sich dann so bemächtigen wird. Also die Technokratie als der Kern des Ganzen. Sehr viel, was wir sehen, läuft in nationaler und internationaler Politik darauf zu. Die Bewegungen und Agenden und Entwicklungen auch in den Medien haben eben diese Theorie zur Grundlage. Aber das Gefährliche, meine ich, ist, dass wir das nicht hören, dass wir das nicht als Ideologie irgendwo vor Augen stehen haben und auch es keine bestimmte Partei gibt, es gibt keine technokratische Partei, es gibt keine technokratische Hymne, zumindest nicht soweit ich weiß, oder Flaggen oder sowas, wo man sagt, da kommt von dieser Richtung, kommt eben vielleicht Gefahr oder die bieten da eine Lösung an, aber man kann das kritisieren. Nein, es ist oft eben unter der Oberfläche und deswegen so gefährlich. Was ist mit Technokratie eigentlich gemeint? Es ist eben nicht die vielleicht Herrschaft der Technomusik oder so, oder die Herrschaft auch der einzelnen Techniken. Also man könnte dann vielleicht denken, dass die Technokratie darin besteht, dass die Gesellschaft sehr vieler Techniken bedient, sondern es ist eine Form der Herrschaft, wo die Politiker oder sagen wir, das politische Geschehen bestimmt wird durch entweder Experten selber, also Wissenschaftler, Ingenieure, naturwissenschaftlich fähige Personen, technisch fähige Personen, oder wo die Politiker selber die Entscheidungsfindung an diese Sachverständigen auslagern oder selber aus diesen Sachverständigen bestehen. Also das heißt, Wissenschaftler werden zu Politikern. Das haben wir bislang noch nicht, diese vielleicht etwas drastischere Version, wo wir sagen, obwohl Angela Merkel ist eigentlich Physikerin, aber sie ist nicht als Wissenschaftlerin jetzt gewählt worden. Aber das könnte man sich auch vorstellen. Bei Aldous Huxley ist das eigentlich im Grunde genommen so vorgeprägt in Schöne neue Welt. Da sind Wissenschaftler diejenigen, die Geschicke der Gesellschaft lenken. Also da, wo die Politiker selber zu Technokraten werden. Wir haben eher eine Art Legitimierung von Politik durch die Sachgesetzmäßigkeiten. Das ist eine Formulierung von Helmut Chelsky gewesen in den 70er Jahren schon, der darüber viel geschrieben hat. Und insgesamt gab es schon mit Helmut Chelsky, aber auch Jürgen Habermas und vielen anderen Philosophen, auch im deutschen Sprachraum, eine starke Auseinandersetzung mit der Technokratie, mit der Gefahr der Technokratie. Seit den 50er, 60er, 70er Jahren. Aber das ist total abgeebbt. Andere Namen wären zum Beispiel Günther Anders oder Hermann Lübbe. Die haben sich sehr stark damit beschäftigt. Jacques Ellul im französischen Sprachraum oder Louis Mumford als Engländer, die Gefahr gesehen haben, dass wir über diese Sachgesetzmäßigkeiten im Grunde genommen unsere eigene Souveränität als Bürger abgeben, ohne dass wir es merken.
weil die Politik mit diesen Sachgesetzmäßigkeiten ihre eigene Agenda begründet und wir das abnicken. Wenn wir nämlich sehen, dass die Wissenschaft vielleicht als der letzte Gott übrig geblieben ist, den wir noch haben, nach dem Tode Gottes, die Eltern unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch, so alt sehen sie gar nicht aus, aber sie haben sich gut gehalten. Wer bleibt dann auch übrig als Autorität, wenn es nicht mehr Gott ist? Früher war es ja dann auch mal das Volk und man hat gesagt Volkssouveränität. Das Volk ist der Herrscher. Und hier in der Schweiz höre ich das übrigens sehr, sehr oft, dass immer wieder gesagt wird, der Bundesrat, das sind unsere Angestellten. Wir sind der Souverän und der Bundesrat hat auf uns zu hören. Das würde man sich in Deutschland gar nicht mehr trauen, also sowas zu sagen. Schon allein die Formulierung Volk ist ja schon verdächtig. Also auch das Volk, ja, Sie lachen, aber das darf man nicht mehr so einfach sagen. Bevölkerung, das geht ja gerade noch. Man hat in den letzten Jahren dazu übergegangen zu sagen, die schon länger hier wohnen. Das ist tatsächlich so. Also dieses Volk hat auch als Souverän oder Autorität abgedankt. Es bleibt übrig die Wissenschaft, die eben auch mit dem Anschein der, ja, der Kompetenz und der Expertise daherkommt. Und wenn man etwas gegen sie sagt, dann ist man ja heute, also gegen die Wissenschaft sagt, ich muss das differenzieren. Wenn man der Meinung ist, dass die Wissenschaft, wer immer das ist, nicht das letzte Wort haben sollte über politische Belange und die Geschicke einer Gesellschaft, dann wird oft gesagt, ja, bist du etwa ein Wissenschaftsleugner? Ja, und dann wird man tatsächlich auch, also Wissenschaftsleugner ist eine Beleidigung im deutschen Sprachraum. Da hört man natürlich schon stark dieses, wie damals, Gottesleugner. Ja, er zweifelt unsere Autorität an und das heißt, er stellt sich gegen die Wahrheit. Und wir alle, die mit der politischen Ausrichtung zufrieden sind und das affirmativ abnicken, die sehen natürlich hinter ihrem Kurs nicht einfach nur eine Meinung, wir finden das gut oder unsere Werte, wir haben diese Werte und wir stehen dahinter, denn dann haben wir immer das Problem, da gibt es auch noch Alternativen. Es gibt auch noch andere Meinungen und in so einer pluralen Gesellschaft müssen die irgendwie miteinander vermittelt werden und es gibt auch noch andere Werte und das kann man dann irgendwie erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber wenn wir sagen, hinter unserer Politik steht nicht Meinung oder Wert, sondern Wahrheit, dann sind eben unsere Gegner nicht einfach nur Andersmeinende oder Menschen mit anderen Werten, sondern Wahrheitsfeinde. Ja, und dann muss man sich fragen, worüber wird die Wahrheit ausgedeutet? Ist es eben nicht mehr die göttliche Wahrheit oder dass vielleicht die Geschichtsläufe, wie jetzt im Marxismus zum Beispiel, dass jemand erkennt, dass darin eben die Wahrheit liegt, sondern es ist die Wahrheit, die uns die Wissenschaft bietet. Ich bin ein bisschen abgeschweift hier, wo war ich überhaupt? Ich habe mir ja auch was aufgeschrieben. Man kann sich bei der technokratischen Frage ja zwei Fragen überhaupt stellen, und zwar an den Staat. Das ist gar nicht mal so sehr auf die Technokratie nur bezogen, sondern wenn wir über den Staat nachdenken, dann können wir ja die Frage stellen, wie kann ich mich vor dem Staat schützen? Oder wir können die Frage stellen, wie kann der Staat mich schützen? Und diese erste Frage ist eigentlich eine, die in der Staatsphilosophie in der Neuzeit schon sehr bald aufgekommen ist. Sie erinnern sich, jetzt kann ich nicht wieder sagen, die Eltern unter Ihnen, denn das war wirklich um 1600, dass Thomas Hobbes, oder 1700, im 17. Jahrhundert, dass Thomas Hobbes gesagt hat, der Staat braucht die ganze Macht, um die Menschen zu schützen. Und dann aber schon recht bald die klugen anderen englischen Philosophen gesagt haben, ja, aber wer schützt dann den Einzelnen vor dem übermächtig gewordenen Leviathan? Und diese Frage war ja auch immer eben eine der wichtigen Fragen der liberalen Philosophie. Wie schützen wir uns vor der Machtanmaßung, der Korruption und eben der Korrumpierbarkeit eben der Mächtigen? Diese Frage wird meines Erachtens immer weniger gestellt. Gerade in Zeiten der Bedrohung oder einer vorgestellten Bedrohung fragen wir nicht, wie schützen wir uns vor dem Staat, sondern wir fragen uns, wie kann der Staat uns schützen? Was sollte er machen? Und manchmal stellen wir nicht nur die Frage, wie sollte er uns schützen vor einer direkten, äußeren Gefahr, sodass unser Leben und Zusammenleben gewährleistet ist,
sondern wie kann er uns auch vor all den anderen kleinen Gefahren und auch Risiken beschützen, die wir ja auch im Leben haben. Ja, manch einer rutscht in der Dusche aus, manch einer fährt über Rot und wird und über, ja gut, das wollen wir lieber gar nicht uns vorstellen, aber es gibt die kleinsten Gefahren und auch da kann man ja schon dann fragen, wie kann der Staat mich denn da schützen? Und das geht gar nicht mehr so sehr in den Schutz, sondern auch in die Frage nach dem besseren Leben. Hat der Staat nicht da so, auch noch die Aufgabe, ein gutes Leben herzustellen für die Gesellschaft und ein gelingendes Leben für den Einzelnen zu ermöglichen, ihn gesund zu machen, dass er sich zum Beispiel gesund ernährt, dass er Sport treibt oder dass er sich bildet, dass er gut erzogen wird und dass er auch alle Möglichkeiten der Informationsgewinnung nicht nur zur Verfügung hat, sondern dass er sie auch verantwortungsbewusst nutzt. Also in jeden einzelnen Bereich des menschlichen Lebens kann der Staat eingreifen. Wenn die Menschen nur die erste Frage vergessen, wie schütze ich mich vor dem Staat, und nur noch die zweite Frage stellen, was kann der Staat für mich tun? Und dann kommt natürlich der Staat daher und sagt, oh, ihr möchtet Angebote von uns, ihr möchtet Produkte von uns erwerben, das ist natürlich nett, dann geben wir euch das natürlich, aber ihr müsst auch etwas dafür tun, ihr müsst natürlich erstmal eure Freiheiten abgeben und ihr müsst auch den Kurs, den wir dann verfolgen, den müsst ihr ja auch irgendwie einsehen. Also man hat ja vielleicht mehrere Möglichkeiten, die Gesundheit zum Beispiel der Bevölkerung zu schützen oder zu fördern. Warum sollte jetzt gerade der Weg, den der Staat jetzt oder die Regierung jetzt eingegangen ist, warum sollte das der richtige sein? Und dann braucht es wieder eben die Autorität der Wissenschaft und dann kommen wir in die Technokratie. Es gibt ein sehr schönes Zitat von C.S. Lewis, dem englischen Philosophen und Schriftsteller, der gesagt hat, ich glaube, dass der Mensch glücklicher und auf bereicherndere Art glücklicher ist, wenn er das Gefühl hat, sein eigener Herr zu sein. Und damit natürlich, aber der Herr war Engländer, deswegen konnte er es damals so sagen, sein eigener Herr sein. Kann man dieses Gefühl noch haben, wenn einem bis ins Kleinste gesagt wird, wie man sich zu verhalten hat? Kann der Mensch sein eigener Herr sein, wenn der Staat sich zu seinem Erzieher und Pfleger macht, wenn sein Despotismus, wie Tocqueville schon noch 1831 voraussagte, die Menschen erniedrigt, ohne sie zu quälen? Dem einen oder anderen mag das vielleicht bekannt vorkommen. In diesem Staat stützt die Regierung ihren Anspruch, für uns zu planen und zu sorgen, eben auf die Legitimation durch die Wissenschaft. Die hat noch Autorität, aber die Verherrlichung der Wissenschaft, auf die die Menschen ihre Hoffnung legen, bedeutet, dass sich die Regierungen von heute mehr und mehr in ihrer Entscheidungsfindung auf andere, nämlich auf sogenannte Spezialisten, verlassen müssen und dann ihre Expertise leitet. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass diese Sachzwänge vorgeschoben werden, um eigentlich das, was in einer Gesellschaft vermittelt werden soll, also unterschiedliche Wertvorstellungen, ach, der eine möchte mehr Freiheit, der andere möchte mehr Sicherheit, der andere möchte Gesundheit und so weiter, das zu vermitteln, wird gesagt, die Sache erfordert es, dass wir so und so handeln. Es gab ein sehr, wie ich finde, verräterisches Zitat von Christian Drosten in Deutschland, der gesagt hat, also wie erkläre ich Ihnen den Schweizern, wer Christian Drosten ist, muss ich das erklären. Es wäre schön, Sie wären gesegnet, wenn ich es Ihnen erklären müsste. Das ist die Gnade der Unwissenheit. Der hat gesagt, das Virus zwingt uns dazu, auf die und die Weise zu handeln. Also da hier wird auf einmal das Virus zur Autorität und zur Rechtfertigung. Und diese Art von Rhetorik, die haben wir öfter gehabt. Wir haben natürlich auch die bekannte Rhetorik von Emmanuel Macron vom Krieg gegen das Virus, wo das Virus als ein Feind ausgedeutet wird, der gegen den alle Maßnahmen sozusagen zu ergreifen berechtigt ist und das Virus eben als neue Instanz der Macht. Das Virus zwingt uns dazu zu handeln. Ich möchte jetzt nicht langweilen mit einer philosophischen Abhandlung hier über die
Grundlagen der technokratischen Befähigung, aber dafür sind Sie ja vielleicht auch gekommen. Ich versuche das jetzt einen kurzen Überblick zu machen. Das Spannende dabei ist nämlich, dass diese Ideen überhaupt nicht neu sind. Das hat jetzt kein Christian Drosten oder Karl Lauterbach oder der Bundesrat der Schweiz erfunden, dass man sich zu seiner Legitimierung eben auf die Wissenschaft beziehen kann, sondern diese technokratischen Grundgedanken haben eine sehr, sehr lange Philosophiegeschichte. Man kann sie vielleicht sogar bis zu Platon zurückverfolgen. Platon, der gesagt hat, dass die Philosophen Könige sein sollen. Das ist eine sehr interessante Formulierung, wie ich finde, denn man könnte erstmal sagen, wer soll herrschen? Ja, natürlich die Besten und die Weisesten, das ist doch klar. Wer denn sonst? Die Schlechtesten und die Dümmsten oder die Unvernünftigsten? Doch wohl nicht. Und das war Platons Idee, die Weisesten wirklich auch alle Belange der Gesellschaft einrichten zu lassen, denn die Weisesten werden ja wissen, was jeder zu tun hat und wo jeder an seinem Platz ist. Interessanterweise ist ja diese Idee des Weisen, die kommt ja eigentlich von Sokrates, dass Sokrates so als der erste Philosoph bezeichnet wird und Platon als sein Schüler sich daran orientiert hat und gesagt, ja, das wäre doch toll, wenn so ein weiser Mensch wie Sokrates dann jetzt auch noch dafür sorgen würde, dass es der Gesellschaft besser geht. Platon hat ja Sokrates sterben sehen, musste mit ansehen, wie die athenische Demokratie ihn eben verurteilt hat, zum Tode verurteilt, seinen Lehrer, an dem er sich orientiert hat, seinen Mentor. Sie müssen sich das vorstellen, dass dann natürlich ein sehr großes Misstrauen und auch ein sehr großes Ressentiment dieser Gesellschaft oder diesem Staatssystem gegenüber entsteht, wenn ihr eigener Lehrer, Gott bewahre, von diesem Staat für seine Weisheit eigentlich, seine ketzerische Weisheit, jetzt auch noch zum Tode verurteilt wird. Und dann hat Platon sich gedacht, wie wäre es denn, wenn dieser weise Mensch anstelle dieser anderen regiert hätte. Und interessanterweise hätte Sokrates das wahrscheinlich vollkommen von sich gewiesen. Weil Sokrates berühmte Formulierung ja war, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist meine Weisheit, dass ich gar keine Ahnung habe davon. Das heißt, wenn man es ernst nimmt, was Platon sagt, müssten eigentlich dann die Philosophen herrschen als diejenigen, die wissen, dass sie gar nichts wissen können. Oder dass die sich als Nichtwissende erkennen. Und das ist fast schon die Gegenbewegung zur Technokratie, die sich ja herausnimmt. Wir wissen alles. Wir wissen genau, wie so eine Delta-Variante entstehen wird und welche, obwohl natürlich dann auch wieder immer die Begründung ist, also eigentlich haben wir nur Modelle und es sieht nicht gut aus, wie es immer heißt. Also die Zahlen sehen nicht gut aus. Das wissen sie aber immer dann schon. Und da ist natürlich auch so eine Art Anmaßung des Wissens dahinter, die Sokrates selber eigentlich von sich gewiesen hat. Diejenigen sollten herrschen, die von sich aus sagen, ich weiß, dass ich das gar nicht kann und ich würde deswegen gar nicht herrschen. Aber das ist natürlich ein Paradoxon, aus dem wir nicht so einfach rauskommen. Auch dann später, ich mache einen kleinen geschichtlichen Sprung, bei den Utopisten, bei Thomas Morris, bei Tommaso di Campanella oder bei dem Frühsozialisten Henri de Saint-Simon. Diese hatten schon erste Gedanken davon, dass man doch die Gesellschaft so einrichten sollte nach Plan. Saint-Simon, der hat kurz nach der Französischen Revolution geschrieben und hat sich gefragt, was wäre eigentlich besser? Sie können sich das auch mal, können wir uns das hier mal vorstellen, wenn wir morgen alle Politiker umbrächten. soll kein Aufruf sein jetzt hier, das ist ein Gedankenexperiment. Wenn die sterben würden, alle Politiker, also er hat sich das vorgestellt, alle Könige, der Adel, Kaiser hoffentlich nicht, würden von einem Tag auf den anderen abtreten oder eben nicht mehr da sein. Und auf der anderen Seite stellen wir uns vor, wir würden morgen alle Wissenschaftler, Ingenieure, Handwerker, alle, die technisches Geschick haben, umbringen oder sie wären nicht mehr da. Und bei der ersten Version hat er gesagt, das würden wir gar nicht merken. Also das würde wahrscheinlich dem Volk eher besser gehen. Aber es würde keinen großen Unterschied machen. Bei der zweiten Person hat er gesagt, das wäre die größte Katastrophe, denn das sind diejenigen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dann nehmen wir doch die als die Herrscher. Dann, wenn die wirklich die Expertise haben und nicht eben der Adel, dann sollten die herrschen. Und dann kam auch schon recht schnell ein Gedankenspiel da hinein, das sehr viel mit der
Renaissance beziehungsweise auch dann der, der aufkommenden Wissenschaftlichkeit zu tun hat, dass man die Naturwissenschaften und vor allem die Physik als die Leitwissenschaft irgendwann erklärt hat, also Leit mit T, und gesagt hat, das, was die Naturwissenschaften können, das hat uns unglaublich viel gebracht. Wir haben die Dampfmaschine, wir haben die Uhr zum Beispiel, ja, den Schweizern kann man das ja sagen, und das sind ja unglaublich tolle Sachen, die jetzt auf einmal unser Leben so sehr verbessern. Warum sollte man nicht genau nach dem gleichen Prinzip, nämlich nach dem, ja, vielleicht physikalischen Prinzip, einem Uhrmacherprinzip, auch die Gesellschaft ansehen? Die Gesellschaft ist doch nichts anderes als eine Abfolge von verschiedenen Rädchen, die man hier und da stellen muss. Und wenn eins nicht funktioniert, ja, das sind dann zufällig Sie zum Beispiel, dann tauscht man das eben aus und dann kommt ein neues Rädchen rein, dann wird das ein bisschen geölt und dann funktioniert die Gesellschaft wieder. Also jeder Einzelne ist ein Rad innerhalb dieser Gesellschaft. Und wer soll herrschen? Der Uhrmacher. Also letztendlich ist der weise Politiker der, der das Ganze wie ein Uhrmacher angeht oder ein Gesellschaftsklempner. Ich springe wieder ein bisschen in der Zeit, und zwar in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, in denen es dann wirklich eine technokratische Bewegung gab. Die Technocracy Incorporated Bewegung von Howard Scott und King Hubbard begründet, 1931. Und da kann man auch schon erste Verbindungen sehen zu den Politiken damals auch in den USA, zum Beispiel dem New Deal, der auch eine gewisse technokratische Verbindung hat. Auch die Politik der Nazis war eine technokratische Politik und die der Sowjets sowieso. Und die hatte immer schon dann in den einzelnen Regimen und in den einzelnen Administrationen einen bestimmten Stellenwert. Zum Beispiel dann auch in den 70er Jahren, hier wurde dann auch deutlicher darüber geschrieben. Sie kennen vielleicht den Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski. Gott sei Dank, das habe ich geschafft. 1970 hat er in seinem Buch Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era, Folgendes geschrieben. Also er spricht von der technotronischen Ära. Man kann das dann eben mit der Technokratie sehr gut verbinden. Diese Ära beinhaltet das allmähliche Erscheinen einer kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite dominiert werden, die von traditionellen Werten ungehemmt agiert. Bald wird es möglich sein, eine nahezu kontinuierliche Überwachung über jeden Bürger zu verhängen und aktuellste komplette Datensätze, die auch die meisten persönlichen Informationen über die Bürger beinhalten, zu erhalten. Diese Daten unterliegen der sofortigen Abfragemöglichkeit durch die Behörden. 1970 geschrieben. Ja, da war schon die Rede von Datensätzen. Ich weiß nicht, was die damals für Daten hatten, Lochkarten oder so. Naja, aber schon damals ist das natürlich vorgedacht worden. Und jetzt denken Sie das einfach weiter, welche Möglichkeiten der Datensammelei, nicht nur Möglichkeiten, sondern wie sie eben tatsächlich durchgeführt wird. Und heute haben wir das Ganze natürlich ja auf Speed, könnte man sagen. Die Kontaktverfolgung per App, der digitale Impfausweis, die digitale Identität, die Datensammelei in den sozialen Medien, unser Internetverhalten, alle Spuren, die wir online hinterlassen, tragen in dieser technotronischen Ära oder technokratischen Ära dazu bei, dass wir jetzt diese Überwachungsfantasien und die Fantasie einer kontrollierten, kontrollierbaren Gesellschaft auch noch ermöglichen. Ich bin bei diesem Zitat von Brzezinski immer nicht ganz so mit mir im Klaren darüber, wie er das meint, ob er das als Warnung meint oder ob er das befürwortet und ob es nur eine neutrale Beschreibung ist. Also wenn Sie das mal hören, ich kann das ja nochmal sagen. Die technotronische Ära beinhaltet das allmähliche Erscheinen einer kontrollierten Gesellschaft. Die würde von einer Elite dominiert werden, die von traditionellen Werten ungehemmt agiert. Bald wird es möglich sein, eine nahezu kontinuierliche Überwachung über jeden Bürger zu verhängen und aktuellste komplette Datensätze zu erhalten. Man kann das auf verschiedene Weisen lesen und ich habe den Verdacht, dass das ein Element vieler derer ist, die in solchen Thinktanks sind oder die dort als Präsidentenberater schon sehr früh diese Linien auch vorgeprägt haben, dass sie sich immer wieder so dazu äußern und sagen, das wird so kommen oder diese Möglichkeiten bestehen. Das sehen Sie zum Beispiel auch bei dem Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab, der eigentlich immer nur darüber schreibt, was kommen wird.
er schlägt das gar nicht vor, und diese Leute, sondern das ist einfach drin und das ist eine Entwicklung, die wir dann eben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor uns haben werden. Das heißt, vielleicht hat dieser kleine Rundumschlag durch die Philosophiegeschichte das gezeigt, dass es wiederkehrende Muster in der Geschichte gibt, weil die technokratische Grundidee jedem sozusagen charmant erscheint, der herrschen möchte. Und zwar in der Zeit einer Bedrohung umso mehr. Also in Zeiten von Bedrohung oder wo, wie es heißt, Situationen entstehen, in denen genuin gesellschaftliche Institutionen in die Krise geraten zu sein scheinen, wird die Technokratie als Antwort gedacht auf eben dieses Herrschaftssystem, das den Notwendigkeiten der modernen Gesellschaft nicht mehr gerecht werden kann. Das ist die Formulierung, die wir auch immer wieder hören. Das alte System hat versagt, deswegen haben wir die Pandemie. Der Kapitalismus ist überhitzt, die Maschinen eben des Neoliberalismus, die sind überdreht. Jetzt müssen wir die Krise nutzen. Wir haben ein Window of Opportunity, wie Klaus Schwab sagt, wo wir jetzt eben das nutzen müssen, um das Ganze in eine technokratische Zukunft zu bringen. Und da sind es Stichworte, die Sie immer wieder hören und die wir auch in den nächsten Jahren noch hören werden, wie nachhaltige Entwicklung, Green Economy, Green New Deal, natürlich die globale Erwärmung, der Klimawandel, die Agenda 21, die Agenda 2030. Es gibt das Global Smart Grid, die digitale Weltwährung, die angedacht ist, ein digitaler Dollar, natürlich eben die digitalen Impfausweise und Identitäten und bis hin eben zu den ganzen Überwachungsmöglichkeiten und Fantasien. Kürzlich erst vor 2-3 Wochen hat das Weltwirtschaftsforum nochmal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft herausgegeben mit schönen Videos. Machen die das immer? Das sieht irgendwie immer so, ach man denkt doch, vielleicht ist diese neue Welt gar nicht so unschön, in die ich dann da komme. Sieht natürlich immer ganz toll aus. Da war die Rede davon, dass neue Überwachungs, Sie haben es wahrscheinlich nicht Überwachung genannt, aber ich nenne das dann für mich immer so, neue Erkennungsmethoden den Herzschlag der Menschen messen und erkennen können. Und zwar von der NASA gibt es jetzt schon eine Lasertechnologie, die den Menschen anhand seines Herzschlags, der offenbar eben einmalig ist, erkennt. Und man einfach gelernt hat, ja, mit diesen Masken haben wir ja schon das Problem, dass diese Facial Recognition Systeme nicht mehr so ganz so gut funktionieren. Machen wir das doch so, dass wir den Herzschlag einfach erkennen. Und das wird dort als sehr positive Möglichkeit der Verwaltung von Menschen vorgestellt. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht dabei. Sie sagen das ja so. Und dann denke ich mal, merkt ihr denn nichts? Also wie geht es euch denn damit? Aber das heißt, es gibt offensichtlich viele Menschen, die das sagen, die darin eine große Chance sehen. Und auch die Stichworte Nachhaltigkeit und Green New Deal, Inklusion oder soziale Gerechtigkeit, die von Klaus Schwab und anderen benutzt werden, die sollen ja etwas Positives transportieren. Aber mir läuft es da kalt den Rücken runter, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da auch einfach zu ewig gestrig oder ich weiß nicht, ich habe einfach Schöne neue Welt schon gelesen. Die Probleme scheinen mir auf der Hand zu liegen. Also natürlich die schleichende Aushöhlung demokratischer Prozesse, die Abschaffung echter Volkssouveränität zugunsten von Experten, die Beschneidung von Freiheit und Selbstbestimmung, die Ausweitung staatlicher Macht mit all eben den negativen Konnotationen, Machtanhäufung, Bürokratismus, Lobbyismus, Korruption, all die Verbote, die wir haben, die müssen ja auch überwacht werden. Die Zensur auch in den sozialen Medien, die Einengung des Debattenraumes auch in den Medien. Meines Erachtens ein Weg in die total verwaltete Welt. Meine Frage ist dann immer, warum lassen die Menschen das mit sich machen? Warum kämpft da niemand dagegen? Denn wir haben doch diese ganzen Dystopien schon gehabt und Sie haben Black Mirror erwähnt, da wird es eigentlich sehr düster und sehr deutlich ja schon gezeigt, welche Welt einem dann da auf einen da warten könnte. Zum einen eben, weil es meines Erachtens eine noch unsichtbare Ideologie ist, die da am Wirken ist, die eben keine Farben und Flaggen und Hymnen hat.
Und zum anderen aber, weil sie eben auch sehr viel verspricht. Sie kommt ja sehr charmant und attraktiv daher. Sie verspricht auf einmal Sicherheit, Kontrolle, Übersicht, Planbarkeit in diesem chaotischen, in dieser chaotischen Welt, wo eben dann unsere Ressourcen endlich sind und wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher, scheint jetzt die Möglichkeit da zu sein, dass wir uns selber verwalten lassen können zu unserem Besten und zum Besten auch des Planeten. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich irgendwann nochmal zum Transhumanismus komme, der ja der zweite Teil meines Vortrags, ich habe mich verquatscht hier bei Ihnen, das tut mir natürlich leid. Der Übergang zum Transhumanismus ist jetzt der spannende, weil er natürlich die Leute noch mehr dazu bringen soll. Also das Problem sind Sie. Ja, sagen wir es doch direkt. Wenn Sie sich hier versammeln, und ich habe da schon ein Nein auf dem Button gesehen von Frau Osterwald, also das ist ja, eigentlich, Sie wollen das offensichtlich nicht, ja, diese schöne neue Welt. Es gibt dann doch noch einige Quertreiber und Widerständler, die dann noch zu sehr an dieser alten, zwar freien, aber eben doch unverwalteten Welt festhalten wollen. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, wie bekommen wir denn die Menschen dahin, dass sie das doch ein bisschen fügsamer abnicken und dass sie mal ein bisschen dankbarer sind für diese schöne verwaltete Welt, die wir ihnen hier bieten. Also Sie wissen, Tocqueville, den ich eben schon zitiert habe, der war da sehr skeptisch, was den Weg der Menschen auch in einer Demokratie in die Wohlfühldiktatur angeht. Er hat gesagt, das ist eben die Gefahr, dass über die Mehrheitstyrannei die Menschen immer weiter sich selber im Kleinen versklaven. Und darin liegt die eigentliche Gefahr. Man vergisst, dass es gerade vor allem gefährlich ist, die Menschen im Kleinen zu versklaven, wo die Regierung der Hirte einer Herde furchtsamer Tiere wird. Die Menschen sinken dann unter diesem Verwaltungsdespotismus. Schönes Wort für das, was auch hier gerade zertifikatsmäßig passiert. Durch diesen Verwaltungsdespotismus sinken die Menschen allmählich unter das Niveau der Menschheit, also der Humanitas. Der Despotismus der Menge, die nicht frei sein will und sich lieber im Kleinen versklaven lässt, erscheint eben schon Tocqueville vor 200 Jahren in demokratischen Zeiten als eine besondere Gefahr. Und diese Gefahren heute, die würde ich gerne abschließend mit Ihnen noch einmal betrachten. Das sind vielleicht Gefahren, die eben zu diesem Transhumanismus führen können. Der Transhumanismus als eine Art und Weise, die Menschen oder sagen wir die menschliche Gesellschaft zu einer Gesellschaft guter Menschen zu machen. Das mag Sie vielleicht jetzt erstmal verwirren. Was heißt Transhumanismus mit guten Menschen zu tun? Hat es auch nichts. Aber meines Erachtens ist da ein sehr, sehr wichtiger Angelpunkt, weil der Transhumanismus über die Verbesserung des Menschen mit technischen Hilfsmitteln immer auch schon seine Seele verändern will. Also das, was in Ihnen noch widerständig ist, was sich noch wehrt gegen die Schafexistenz, ja, wo man nämlich das Zertifikat ans Ohr bekommt, das muss innerlich gebrochen werden oder sagen wir innerlich verändert werden. Sie müssen dann eben zu Ihrem Glück gezwungen werden ein bisschen. Die Transformation des Körpers geht einher mit der Transformation des Geistes und jetzt hier für unsere Zwecke ganz besonders auch mit einer Transformation der Moral. Also diese alte Moral, die Eltern unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch, die gesagt hat, der Mensch hat eine Würde, die liegt in seiner Selbstbestimmung und Autonomie und die kann er eben nur durch äußere Freiheit, durch eine Abwesenheit von Zwang auch tatsächlich ausleben und sich dann eben auch selber verwirklichen und mit anderen zusammen, wenn er das möchte, auch leben. Diese Moral, die muss abdanken, weil sie genau dazu führt, dass diese schöne neue Welt nicht passieren kann. Und es gibt sehr spannende, ist vielleicht gelinde gesagt, transhumanistische Überlegungen, die Moral der Menschen zu verändern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das im letzten Jahr von einem Philosophieprofessor in den USA angedacht wurde. Das sind ja immer nur Gedankenexperimente. Parker Crutchfield heißt er in den USA, ein Philosoph, der gesagt hat, wir sollten den Menschen vielleicht eine Art Droge geben zum Gutsein. Ja, Sie lachen. Das sieht man doch an denen,
die sich nicht den Maßnahmen fügen, die nicht sich testen lassen, die nicht die Maske tragen oder die sich nicht impfen lassen, das sind ja ganz klar unsolidarische, unempathische, egoistische Menschen, die einfach nicht genug Moral aufbringen können, um jetzt mal ihre kleinen egoistischen Interessen zurückzustellen für das größere Ganze. Das heißt, wir haben hier eigentlich im Kern der Krise ein Moralproblem. Wie kriegen wir jetzt die Menschen dazu, sich moralischer zu verhalten? Und es ist ein tatsächlicher Vorschlag, wir müssen ihre Empathie, ihr Empathievermögen erhöhen. Und das können wir durch Drogen. Wir können ihnen zum Beispiel eine Droge verabreichen, die das Oxytocin ausschüttet. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon mal schwanger waren, zum Beispiel, oder Sex hatten. Die Eltern unter Ihnen erinnern sich vielleicht, ich muss das jetzt mal. Dann wird Oxytocin ausgeschüttet und der Mensch ist auf einmal ganz kuschelig drauf und sehr nahbar und auch man hat dann auch das Bedürfnis, für den anderen fürsorglich zu sein und zu sorgen. Und offenbar fehlt das diesen Maßnahmengegnern, die haben das nicht genug abbekommen. Wenn man denen das jetzt zum Beispiel ins Trinkwasser geben würde, ja, oder man würde es ihnen vielleicht auch direkt in so einen Impfstoff, wer weiß, man kann da ja noch alles Mögliche reintun, verabreichen, dann wäre dieses eigentliche Problem der Moral doch schon auf dem Wege der Lösung. Man hat sie sozusagen zu besseren Menschen gemacht. Es gibt eine schöne Geschichte von Stanislaw Lem, dem polnischen Autor, der darüber geschrieben hat. Altruizin heißt das. Also dieses Altruizin ist die Droge, die tatsächlich von Außerirdischen in das Grundwasser der Menschen gebracht wird, weil die Außerirdischen denken, Gott, diese Menschen, die kriegen es ja überhaupt nicht auf die Reihe. Die sind immer so egoistisch und die tun ihnen eben dieses Altruizin da rein, dass Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Solidarität, tiefste Sympathie in der Gesellschaft sicherstellt. Die Nachbarn umarmen sich. Das Interesse liegt eben dann daran, das Glück zu befördern. Ich will Ihnen nicht so viel verraten, wie das ausgeht. Natürlich dystopisch bei Stanislaw Lem. Aber Sie hören natürlich auch schon, wo das Problem liegt. Da bin ich immer erstaunt, dass andere das dann nicht sehen. Dass natürlich ein erhöhtes Empathievermögen dazu führt, dass man mit den Menschen gemeinsam etwas zusammen machen will, dass man mit ihnen feiern will, dass man zusammen sein will, dass man mit ihnen spielen und singen, ausgelassen sein will, dass man echte Kultur haben möchte und dass man mit ihnen in einem Raum die Aerosole teilen möchte. Konspirare, wie ich gelesen habe, kommt ja von Zusammenatmen. Man setzt sich zusammen und atmet, man tauscht den Atem aus. Das wollen die Leute dann auf einmal. Ich glaube, eine empathischere Gesellschaft würde diese Maßnahmen nämlich gar nicht mit sich machen lassen, weil sie zusammen sein will. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Der Transhumanismus an sich fragt sich eben, wie können wir den Menschen so gestalten, dass er in diese verwaltete Welt auch passt. Und neben den vielen Techniken, zum Beispiel der Gehirn-Computer-Schnittstelle, also man kriegt da unten so einen USB-Stick so reingeschoben zum Beispiel, oder der Art und Weise natürlich der Prothetik, also dass man einzelne Körperteile austauschen kann, bis hin ins Gehirn. Bei manchen ist dann da nicht mehr viel auszutauschen. Dass man da Dinge austauschen kann, dass man diese Technik benutzen kann, um sein Bewusstsein tatsächlich in die Cloud hochzuladen. Ja, da sind vielleicht einige auch nicht mehr weit von entfernt. Also wir haben ja schon sehr viel ausgelagert in die Cloud. Unsere Fotos, einzelne Texte zum Beispiel, die Kontaktdaten. Eigentlich sind da sehr viele unsere Gedanken und unsere Identität schwebt da schon irgendwo und man muss dann nur noch diese Gehirnschnittstelle nutzen, um den Rest auch dahin hochzuladen. Und mit diesen Techniken ist der Transhumanismus verbunden und zuletzt auch mit der Technik, den Tod zu besiegen, könnte man sagen, dadurch, dass man sich selber, man nennt es Einfrieren, es ist kein richtiges Einfrieren, aber man kann dann die Zellen eben so auf Halt stellen sozusagen, dass man selber den Tod vielleicht nicht besiegt in der Form, dass es keinen Tod mehr gibt, dass man unendlich leben würde. Das wollen die meisten Menschen nämlich nicht, sondern dass man selber über den genauen Zeitpunkt seines Ablebens bestimmen kann. Ich sage dann, ja, hier im Jahr 2038 oder so, dann ist für mich genug, dann habe ich alle Netflix-Serien geguckt und dann kann ich auch ableben oder was
was ihr Bestreben ist, bis dahin gemacht zu haben. Das wäre dann der Tod als das eigentliche Unverfügbare, die letzte große Macht, die uns eben nicht zur Verfügung steht, die wir noch nicht technisch besiegt haben in unserer Hybris, die haben wir dann letztendlich verfügbar gemacht, diese Macht. Und dann aber eben auch die Moral der Menschen, die letztendlich das Problem ist, warum sie sich eben nicht in die verwaltete Welt einfügen wollen. Und ich möchte, wir haben mit einer Umfrage gestartet, vielleicht nochmal zum Schluss jetzt hier auch das öffnen gerne für Anmerkungen von Ihnen, Ideen, Fragen. Wer von Ihnen würde denn so eine Pille gerne mal nehmen, die so Oxytocin ausschüttet, die empathische Macht? Ich rede nicht davon, dass Sie das jetzt ins Grundwasser jemandem kippen müssen. Oder auch nicht, wer würde jemand anderem gerne das mal geben? Das würde einem vielleicht noch eher einfach. Aber wer von Ihnen würde sagen, ach, so eine Pille, die mich moralisch besser macht, die würde ich schon nehmen? Ja? Also das war jetzt einer von 180.000. Ja, okay. Also ich frage mal anders, vielleicht hat ja jemand die Frage nicht gestellt. Wer würde diese wer würde diese Pille nicht nehmen und sagt, nein, da, lieber lasse ich mich impfen? Auch nicht. Wer ist zu faul, die Hand zu heben? Kann ich vielleicht das mal so? Ja gut, aber vielleicht möchten Sie dazu Stellung nehmen, wie Sie da diese Entwicklung sehen und wo Sie da vielleicht auch Gefahren sehen. Und dann können wir das jetzt hier gerne öffnen. Mikrofon geht rum. Vorher desinfiziert, immer zwischenzeitlich. Ja, sind irgendwelche Bemerkungen oder Fragen oder noch? Oder vielleicht, ich habe noch eine Pille im Sack. Ja. Ganz herrenli. Ganz herrenli, einfach. Ja. Ich habe das Gefühl, dass... Ach, Entschuldigung. Nein, nein, bitte, ich möchte, also, es wäre nett. Was mich sehr beschäftigt, ist auch die Frage, weil zum Beispiel das, was am WEF passiert, warum die so mit diesen schönen Euphemismen so viel Erfolg haben. Die können ja sagen, es geht alles um die Natur und wir wollen ja nur das Beste für den Planeten und so. Aber im Grunde genommen, wenn man es runterbricht, dann geht es um gar nichts anderes als um die Digitalisierung von allem. Und alle Menschen, die in meinem Umfeld sind, die wollen ja etwas gegen die Verschmutzung von der Luft oder gegen die Verschmutzung von den Meeren und so. Jeder will das. Und natürlich ist es schlimm, wenn wir alles nur verdrecken. Klar. Aber das, was das WEF will, das ist kontraproduktiv. Es geht denen gar nicht um das. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, kein Mensch hat diese Typen gewählt. Und die maßen sich aber an, uns Vorschriften machen zu wollen. Auch wenn sie nur Gedanken sind und so. Aber diese Politiker und alle, die sich dann dort treffen, die nehmen das auf. Und die bringen das dann in die Politik. Und wir dürfen nie vergessen, dass die Typen, die sich dort treffen, das sind die Milliardäre unserer Welt. Und das ist eigentlich die Wurzel unseres Problems. Weil die schauen nicht darauf, was wirklich gut ist für den Planeten oder für die Menschen. Im Gegenteil. Die schauen für sich. Und jetzt noch die Frage. Ach so. Nee, das... Ich kann dazu auch so antworten. Dazu habe ich eine Frage. Ich frage mich schon die ganze Zeit. Gerade das WEF, die haben ja ein Spinnennetz über die Welt ausgebreitet. Und da sind ganz viele dieser Young Global Leaders, und das sind ja eigentlich alles nur Bauern auf dem Schachbrett. Dass die das nicht merken, dass die alles Bauern sind, willfährige Bauern, alles mitmachen, und wenn das installiert wäre, was die gerne hätten, dann fallen die als Erstes, oder? Ja, so nützliche Idioten, ja, sozusagen. Ja, dass sie das nicht merken, das verstehe ich nicht. Vielleicht merken sie es, aber das sind halt sehr wohlgenährte Bauern. Also man, man bietet ihnen ja sehr viel die dafür. Die haben wahrscheinlich Oxytocin schon. Ja, was die alles genommen haben, das will ich gar nicht wissen. Aber das ist ein interessanter Hinweis, weil die ja sehr früh ausgewählt werden und da
nicht nur, dass Sie und ich da gar nicht hinkommen, sondern dass man auch eben schon merkt, wer ist denn nützlich dafür, wen kann ich da dafür verwenden. Und deswegen sind die von früh auf, gehen da. Was mich eher verwundert, und das schließt auch an Ihre Anmerkung an, ist, dass es da nicht mehr diesen großen Protest auch von der Linken gibt, von der linken Bewegung, die jetzt doch sehen müsste, die Milliardäre, das Kapital hier, das hier gerade die Macht schon ergriffen hat, im Grunde genommen, und dass diese Krise mindestens nutzt, um ihre Ziele durchzusetzen. Und da müsste eigentlich der größte Gegenwind von eben der eigentlichen linken Bewegung kommen. Und dass man das ganz abgestellt hat, das ist sehr geschickt gewesen. Ja, denn da ist, glaube ich, auch die Absicht. Die machen da ja auch mit. Man muss sich ja bewerben und wird dann ausgewählt. Hm. Also man muss ja schon blöd sein, dass man überhaupt dahin gehen, kommen möchte, ja, okay. Oder? Ja. Aber also ich verstehe es nicht. Weil man müsste doch sehen, die haben ja ein klein bisschen mehr Einblick als die hypnotisierten 30%. Und die müssten doch irgendwie weiterdenken, oder? Dass sie ja nicht die wichtigen Figuren sind und dass sie fallen werden. Ich möchte den Gedanken vom Mitgefühl nochmals aufgreifen. Ich finde den sehr interessant, weil das ist eine Stelle, die, ich denke, bei uns allen eine Schwachstelle ist. Wir sind schon so lange in Trennung, wir leben sehr lange bereits in der Trennung, dass es wirklich eine Übung ist für uns alle. Und darum ist vielleicht die Pille verlockend, weil wir haben uns trennen lassen vom Staunen über die Erde, über das Wunder der Schöpfung, die Zwischenmenschlichkeit, die Tiere, die Pflanzen, über uns selbst auch. Wir haben auch kein Mitgefühl für uns selbst. Also für mich ist es ein Thema, das Mitgefühl. Und ich habe es noch längst nicht gelöst. Also ich bin dran und eine Pille wäre vielleicht wirklich hilfreich, aber es ist natürlich der falsche Weg, weil es muss viel tiefer gehen. Aber es als Hinweis finde ich ihn total wichtig, weil es betrifft uns alle. Wir können nicht nur sagen, die machen alles falsch, weil sie das nur technokratisch lösen wollen, schöne Bilder uns versprechen, schöne neue Welt. Es geht uns, und ich denke auch, das ist der Grund, warum so viele Menschen darauf hereinfallen, dass das jetzt so endlich in Ordnung kommt. Aber es hat auch etwas zu tun mit einer ganz individuellen eigenen Entwicklung und auch an der kollektiven natürlich. Ja, also der Gedanke, den habe ich mir noch nie so gemacht. Danke für diese. Ja, es ist auch die Frage, also wir können ja schon mal weitergehen. Für wen kann man Mitleid empfinden? Also kann man für alle Mitgefühl empfinden? Kann man für die ganze Menschheitsfamilie, wie es heißt, ist unsere Condition humaine überhaupt darauf ausgerichtet, für alle Milliarden Menschen, die es gibt, das gleiche Mitgefühl zu empfinden? Oder ist das einfach oft nur ein Lippenbekenntnis? Wir sind alle nur Menschen, aber letztendlich ist einem doch der Nächste dann doch der Nächste. Oder braucht es da nicht eben auch eine starke Dezentralisierung und Föderalisierung, wem erzähle ich das in der Schweiz, dass man auch weiß, ich bin hier mit denjenigen, auch mit denen ich zusammen bin, bin ich in einem Boot. Und auch deswegen gehen uns die Dinge auch gemeinsam etwas an. Lieber Gunnar, ich habe eine Frage. Als vor einem Jahr diese Sektiererei mit dem Virus losging, diese Church of Coronology sozusagen, ich habe sofort im Kopf gehabt, die Panikmache vor dem Terror, Beginn der 2000er Jahre, nach der wunderschönen Inszenierung von 9/11, übrigens jetzt bald 20 Jahre. Gibt es deiner Meinung nach graduelle Unterschiede zwischen dieser Terrorpanik und der anschließenden Überwachung? Der Verkauf von Sicherheitssystemen in Amerika ist um 800% gestiegen. Gibt es einen Unterschied? Für mich ist das eigentlich dieselbe Variable, die da ausgetauscht wurde. Araber gegen Virus. Ja. Liege ich da völlig falsch? Habe ich auch relativ früh dann genauso gesehen wie du und habe einen Text genommen von Juli C. und Ilya Trojanow, die damals sehr prominent und auch gut besprochen in den Feuilletons das Buch Angriff auf die Freiheit geschrieben haben und genau diese
Mechanismen, dass man jetzt hier den Terrorismus oder Kriminalität auch als Feigenblatt nimmt oder als Rechtfertigung nimmt, eben für Patriot Act und so weiter. Und ich habe ein Kapitel genommen und einfach nur Terrorismus ausgetauscht gegen Virus oder Corona oder Pandemie. Und das ging wunderbar auf. Also man hat das auch nicht gemerkt. Ich habe das erstmal nicht verraten, so, und hinterher dann aber gesagt, warum kann man das jetzt auf einmal nicht mehr sagen? Denn die Kritiker bekommen da ja sehr großen Gegenwind. Und warum konnte man das damals noch sagen? Jeder Intellektuelle, der was auf sich hielt, hat es mit Snowden gehalten, hat es mit, ja, vielleicht Assange noch nicht, aber hat es eben, auch weil es gegen Bush ging, natürlich auch damals dagegen gehalten. Das dürfte für mich die ersten beiden wichtigen Unterschiede sein. Die Intellektuellen waren da einigermaßen wach und haben davor gewarnt und haben das auch gesehen, dass es ein Vorwand ist. Das war sehr deutlich. Und das Zweite ist, es wurde von den Bösen gemacht. Also es wurde von George W. Bush gemacht und ja, in Deutschland nicht so stark, aber dann hat man das eben gesehen, okay, das sind die Geheimdienste und das war eben, der Patriot Act war natürlich von den Republikanern, das waren die Bösen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Trump war ja auch schon irgendwie fast weg und hatte damit nichts zu tun, dem man das jetzt in die Schuhe hätte schieben können. Und das Dritte ist, glaube ich, dass es gibt nicht so viele Araber wie Viren. Also das ist uns einfach näher. Also man hat ja immer gesprochen von dieser Terrorangst. Ich hatte nie eigentlich wirklich Terrorangst und habe es auch nie irgendwo gesehen. Also wenn es Bumm macht, dann macht es halt Bumm so. Aber Virenangst kann man immer haben. So, ne? Der andere ist jetzt mein Feind. Jeder kann jetzt meine Bedrohung sein und nicht irgendjemand mit einem Turban oder so. Das heißt, es ist viel omnipräsenter geworden. Darf ich noch eine Frage stellen? Jetzt habe ich das Mikro wegen der Demokratie. gefällt mir. Ich habe gelesen, dass irgendein Philosoph gesagt hat, vor 30, 35 Jahren wäre in der bundesrepublikanischen Gesellschaft dieser Beschiss, der jetzt stattfindet, nicht möglich gewesen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, bin ich davon überzeugt. Warum? Zum einen, weil wir einen stärkeren, glaube ich, sozusagen eine Art Lagerfeuer hatten des öffentlichen Diskurses. Also die öffentlichen Diskurse sind sehr fragmentarisiert und das gibt keine Übersicht mehr. Und der war, meines Erachtens vielleicht nostalgisch, auch noch fair und hat verschiedene Seiten abgebildet. Und man konnte tatsächlich über das Argument in Feuilleton-Debatten oder in tatsächlichen noch Talkshows, die den Namen, ja, der Name ist nicht so toll, aber Talkshows, wo man wirklich noch um Ideen gekämpft hat, dann wirklich auch das mal abwägen. Und es gab vielleicht auch einen stärkeren Bildungshintergrund und nicht diesen Häppchenjournalismus dann, der dann diese Aufmerksamkeitsökonomie befriedigen soll. Also das sind bestimmt einige Faktoren, die dazu beitragen. Und eben, wie ich es eben beklagt habe, das Schweigen der Intellektuellen ist ja zum einen so ein selbstgewähltes Schweigen. Ich möchte mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, aus Karrieregründen und so weiter. Zum anderen ist es auch ein, ich sehe das gar nicht, bin nicht in der Lage, mal Argumente überhaupt zu verstehen. Das finde ich das Frappierendste eigentlich. Wir bringen hier, und das, ich meine jetzt nicht mich, sondern Leute wie Michael Esfeld, Christoph Lüdke, Ulrike Gero, Raimund Unger oder im internationalen Bereich Giorgio Agamben oder Peter Hitchens. Das sind unglaublich kluge Köpfe, die bringen philosophische Argumente gegen diese Grundrechtseinschränkungen vor. Und das wird von den anderen Philosophen, die das abnicken, nicht aufgenommen. Das ist kein Schlagabtausch. Ich habe jetzt gute philosophische Gründe dafür, dass wir jetzt unbedingt hier so reagieren sollen. Das ist ein ganz feiges sich wegducken oder wie ich sagen, oder eine intellektuelle Impotenz, von die wir hier sehen, wo es eigentlich ist, gar kein fairer Kampf mehr. Man kann gar nicht, man würde ja gerne diesen Kampf irgendwie aufgenommen sehen, aber gegen Zwerge zu kämpfen ist ja auch nicht schön. Das ist so. Intellektuelle Zwerge, meine ich. Letzte Frage und dann höre ich auf. Wie kommen wir aus der Angst wieder raus als Philosoph? Wie kommen wir aus dieser Angstpandemie wieder raus? Was kann jeder Einzelne von uns tun, um den Nachbar, der angstverseucht ist, oder den Lehrer oder den Schüler, wie kann er da auch als Lehrer gefragt an den Lehrer? Ja. Ja. Wie bringt man die Leute da wieder raus? Also ich glaube, durchs Vorbild, nicht durch missionarisches Eifern und du musst nicht so viel Angst haben oder so, sondern dadurch, dass man selber diese Lockerheit auch an den Tag legt, dass man diese Bilder produziert durch das, was wir hier machen. Aha, es geht. Gut, wenn wir uns in
8 Wochen wieder treffen, ist wahrscheinlich nur noch die Hälfte von Ihnen am Leben, aber nein, Gott bewahre, aber das, wir produzieren hier Bilder von einer wirklichen Normalität, von einer Kultur, die den Namen verdient und dass man dann aber auch immer wieder die Informationen rüberbringt, auch mit Bildern. Wie geht es denn den Dänen, nachdem sie jetzt alle, es gibt nicht mal mehr Maskenpflicht in der öffentlich-rechtlichen, im öffentlichen Personennahverkehr. Oder wie geht es in Schweden und wie geht es da in Florida? Da gibt es diese Normalität und dort sterben nicht die Menschen, die fliegen auf der Straße. Und das muss irgendwann, diese Angst muss dadurch einfach abflachen. Aber ist es ja nicht so, die Politiker, die können doch machen, was sie wollen. Das sind ja alles Marionetten. Das ist ja viel weiter oben, eben mit WEF und alle diese Typen, die da rumschwirren. Was kann man denn da, können die machen, die Politiker, bei euch die Merkel, die Marionette, der Kurz, Macron, der Berse, was können die, sind ja alle gebunden, was können die sonst machen? Nee, die können nichts machen. Die wollen ja auch nichts machen. Dafür sind sie ja da, dass sie das machen, was sie da wirklich gesagt bekommen. Ich bin jetzt mal so verschwörungstheoretisch. Aber ich glaube, was wir machen können, klar, wir können versuchen zu wählen. Und in der Schweiz habt ihr das unglaublich tolle Instrument dann des Referendums. Aber was wir machen können, ist auch, glaube ich, sich abkehren von dieser Illusion. Also da ist ja auch eine Kraft der Enttäuschung drin. Dass man sagt, ach, okay, dem geht es gar nicht um Gesundheit. Also wenn das jetzt nicht klar geworden ist, dass es in dieser ganzen Pandemie-Regime-Geschichte nicht um Gesundheit geht, der ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr aufzuwecken. Sondern sagen, okay, dann müssen wir es selber tun. Dann müssen wir selber für ein Leben sorgen, für das es sich zu leben lohnt. Und das, meine ich, kann nur in einer Abkehr von dem, ja, ich nenne es mal System, sein, auch dem politischen System, dem medialen System jetzt, wie es gerade ist, da sehe ich nicht viel Hoffnung drin, weil es sich so sehr in diesen, also es gehört zu diesem pharmazeutisch-medialen Komplex und dann anderes aufbauen, solche Events hier zu haben, solche Veranstaltungen, tatsächlich auch Orte zu haben, wo man sich treffen kann, neue Medien aufzubauen, eine freie und unabhängige Presse auch zu fördern und eine echte Kultur zu leben. Und dann ist das vielleicht langfristiger, aber so kurzfristig über die politische Schiene sehe ich nicht viel Hoffnung. Ja. Ich möchte gerne das mehrmals gefallene Stichwort Moral kurz aufgreifen. Kann man nach deiner Meinung Ethik und Moral den Unterschied so beschreiben, dass man sagt, Ethik ist das Streben nach immerwährenden Werten, wogegen Moral gesellschafts- und zeitabhängig ist? Kann man. Man kann ja Worte. Würdest du es tun? Also ich weiß, dass in der Philosophie die Einteilung so ist, die Moral ist das, was tatsächlich passiert. Also die Moral, die wir in unseren Köpfen haben, ob sie, also wonach wir handeln und wonach wir urteilen. Und die Ethik fragt sich, welche von diesen Moralen die richtige ist, welche förderlich ist, welche besser ist. Die Ethik ist sozusagen die Wissenschaft von der Moral. Aber man kann durchaus ja unterscheiden zwischen einer sehr relativen Moral, also die gilt jetzt nur für diese Kultur, für diese Zeit oder für bestimmte Menschen auch noch. Eine relative Moral ist zum Beispiel auch die in Griechenland gewesen, die dann eben nur für die Griechen und die männlichen, freien Griechen galt, aber schon nicht mehr für die Frauen, nicht mehr für die Sklaven, die Ausländer. Oder dann auf der anderen Seite zu einer universellen Moral, das ist das, was du, glaube ich, auch ansprichst, die dann fragt, was könnte ein ethisches oder moralisches Prinzip sein, das für alle Menschen gilt, egal wer sie sind, wo sie wohnen, wann sie leben. So würde ich das ungefähr einordnen. Ja, ich möchte noch jetzt ein Stichwort von Feudalismus, also Neofeudalismus aufgreifen. Der mir scheint, das ist so quasi das, was in der Gesellschaft gerade auch so ein bisschen herrscht. Und wie komme ich da raus? Also von dieser Leibeigenschaft, von was? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin traumatisiert, weil ich schon jetzt
seit Jahrzehnten in dieser Gesellschaft lebe und meine, diese Kultur, ja, das ist die Kultur, das ist so gut, also das muss ja, kann ja nur gut sein. Ne? Und wie kann ich, jetzt würde ich jetzt sagen, erwachen, aber mich aus dieser Traumatisierung rausholen. Und ich habe immer das Gefühl, also sobald ich das Handy anschalte und so eine retraumatisiere ich mich wieder, gebe ich mich quasi in die Sklaverei, ohne dass ich es weiß, obwohl ich es nur anschaue. Das ja. heißt, ich bin ein Sklave von dem Teil und ich versuche das immer in Kreisläufen zu mir zu erklären und so, ne? Also wenn ich wenn ich nicht will, dass ich selber Sklave bin, also dann muss ich auch nicht irgendwie Sklaven für mich in Afrika arbeiten lassen, die Kakaobohnen oder sonst irgendwas. Also ich schaue so nicht, dass ich irgendein Label dann bevorzuge und so, wo ich das Gefühl habe, okay, das stimmt nicht. Da bin ich mir dann sicher. So, aber wie komme ich aus dieser, vor allem aus was für einem Grund sollte ich denn mich jetzt befreien wollen? Ja, genau. So, und was erwartet mich dann erstmal? Also wie kann ich dann, wie kann ich überhaupt eine freie Meinung haben, eine freie Haltung entwickeln, wenn um mich herum und so eine, der Terror herrscht? Ja, man muss es erstmal wollen, ne, daraus. Und da, du sprichst ja schon an, wie die meisten wollen es ja auch nicht, weil sie eben dann auch nicht nur Sklaven sind, sondern auch gerne Sklaven sind. Also wie Huxley gesagt hat, die Menschen werden ihre Fesseln lieben. Oder ihre Masken vielleicht auch. Das verspricht ja auch sehr viel. Also die verwaltete Welt hat ja deswegen so einen Zuspruch oder ja, einen Zuspruch, weil es so viel Sicherheit eben verspricht oder eben Unterhaltung auch. Einem ist auch gar nicht mehr langweilig und so weiter. Und das muss man ja erstmal wollen. Und dazu braucht es, glaube ich, einen Begriff vom Menschen, der ein Gegenspiel dazu darstellt. Moment, ist das das menschliche Leben? Möchte ich so am Ende auf mein Leben zurückgeblickt haben, dass ich mich eigentlich in diese Cloud habe hochbeamen lassen oder in diese digitale Welt vollkommen habe einpferchen lassen? Und dann, was wäre denn das eigentlich Menschliche, das in dieser, also das mit diesem Würdebegriff auch verbunden ist? Ganz konkret gibt es, glaube ich, für mich, also nein, nicht für mich, es gibt zwei Wege. Das eine ist mein Weg, einen Ort aufzubauen, an dem Handys verboten sind. Also indem man sich selbst begrenzt in der Technologie. Also nicht Handys nur verboten, sondern indem man sagt, die Technologie hat sehr viel Positives, aber sie tendiert dazu, die Macht über uns zu übernehmen und wir uns zu Sklaven zu machen. Also behaupten wir unsere Selbstbestimmung, indem wir dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Die andere Art und Weise wäre die von Ted Kaczynski, falls Sie den noch kennen. Das ist der Juna-Bomber, der gesagt hat, wir müssen im Grunde genommen zurück vor die industrielle Revolution, also wir müssen die industrielle Gesellschaft eigentlich beenden. Und der wollte das eben mit Bomben auch machen. Der hat dann ja Terrorismus tatsächlich angewandt, um, das soll auch wieder kein Vorschlag sein für heute, aber er war dermaßen pessimistisch, was das angeht, weil das, was wir jetzt sehen, eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, seit man den ersten Webstuhl erfunden hat und dann die Entwicklung so weitergeht, dass die Maschinen die Macht an sich reißen. Aber so weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen wollen. Aber er hat sich zurückgezogen in die Wälder. Vielleicht hat ihm das ja wohl gut getan, scheint ihm das nicht zu haben. Aber naja. Ich habe die Frage zu zwei Fragen. Eine zu dem Begriff Transformation der Moral. Ich denke, wenn ich von mir ausgehe, also Moral als Werte verstanden, habe ich eigentlich das Gefühl, dass meine Werte nicht einfach transformiert werden können, weil die eigentlich sehr früh formiert wurden. Also von meiner Familie, und die sind recht sattelfest dadurch, meine Werte. Warum sind dann überhaupt Menschen so anfällig für moralische Transformation? Erste Frage. Die andere Frage ist Technokratie. Habe ich jetzt Sie verstanden, also als den Begriff Technokratie philosophisch betrachtet? Ich denke immer, ich muss mich immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht zu versenke in Technokratie philosophisch zu betrachten,
sondern ich habe es in der DDR so kennengelernt, dass man die Psychologie missbraucht, die Philosophie missbraucht, alle wichtigen Denkansätze auch wurden ja missbraucht, ganz platt einfach von narzisstischen, machtgierigen, machtbesessenen Fanatikern. Und so ist für mich eigentlich immer wieder, dass ich mich immer wieder auch auf den Boden holen muss, dass ich mich nicht so sehr abhebe, sondern dass es einfach, jetzt ist es eben diese Methode, die gewählt wird. Mit der wird es halt jetzt mal probiert. Ja, also dass es auch austauschbar ist, wenn man auf die Geschichte der Menschheit zurückblickt. Ist das, würden Sie das so unterstützen? Ja. Durchaus, also der eigentliche Narzissmus der Mächtigen, glaube ich, der ist ein ganz starker Faktor. Das haben wir auch eben noch gar nicht erwähnt, dass darin auch unser Problem liegt, weil das ja oft, also ich küchenpsychologisiere jetzt hier, aber bei nicht-narzisstischen Menschen, die können sich das ja oft gar nicht vorstellen, wie Narzissten denken, beziehungsweise dass da auch bei psychopathischen Menschen, dass da so viel Berechnung und gleichzeitig so viel Überzeugungskraft und rhetorische Macht und charmantes Auftreten dahinter sein kann, dann denkt man auch, die müssen es doch irgendwie gut meinen. Aber da ist letztlich der Ausweg, ja, weiß man, glaube ich, aus der Beziehungspsychologie diese No-Contact-Regel und die würde ich auch anraten, dass man sagt, man kann keinen Narzissten besiegen, man kann den auch nicht kritisieren, man kann den nicht richtig beseitigen. Die leben von der Kritik, auch die leben davon, dass man auf sie aufmerksam wird, die bekommen dadurch Energie und das Einzige, was man mit Narzissten machen kann, ist jeglichen Kontakt zu vermeiden. Und die erste Frage, habe ich nicht vergessen. Die geht ja dahin, ob die Moral und die Werte, also warum lassen sich die Menschen eben in ihren Werten oder in ihrer Moral transformieren? Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Werten. Und zwar die einen, die in sich selbst schon ein Ziel darstellen. Oder nicht in sich selbst ein Ziel, sondern die keine weiteren Mittel sozusagen benötigen. Das ist zum Beispiel die Würde des Menschen. Also bei der Würde des Menschen muss man den Menschen eigentlich so ein Leben ermöglichen oder man muss ihm Freiheit geben. Man muss aber nichts machen sozusagen oder auch Freiheit. Anders ist es zum Beispiel bei Sicherheit oder bei auch Gleichheit. Die muss man teilweise herstellen, gerade wenn es so materielle Gleichheit gibt. Das heißt, oder auch Gemeinwohl. Das sind halt Werte, die man über ein Instrument herstellen muss. Und dann muss man sich fragen, welche Instrumente darf ich denn alles anwenden, um dieses Ziel, um diesen Wert zu erreichen. Und wenn mein Wert Sicherheit oder das Gemeinwohl ist, dann kann ich ja vielleicht über den Einzelnen hinweggehen und dann kann ich auch die Würde des Menschen und seine Freiheit ein bisschen einschränken und schon habe ich eine moralische Rechtfertigung dafür, meinen moralischen anderen Wert zu verfolgen, aber dadurch eben diese anderen Werte einzuschränken. Also das wäre jetzt mal so aus dem Stegreif eine mögliche Erklärung. Also so lässt man sich. Die Würde des Menschen eigentlich das Ursprungsrecht ja. ist, weil ja. eben nichts anderes brauchen ist. Genau. Genau. Und ja, die ganzen anderen Rechte, die ganzen anderen, das sind ja, wo ich halt Mittel brauche. Die sind, ja, und die müssen nachrangig bleiben. Die zentrale. Ja, wer sagte das? Christoph Pfluger vorgestern, er sagte, Menschlichkeit ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Und das fand ich auch ganz schön, dass man da natürlich, wenn man die Würde des Menschen als oberstes Ziel auch hat, dann kann man nicht Wege gehen, die dieser Würde des Menschen entgegenstehen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch zwei kurze Fragen, dann machen wir die Pause. Da vorne sind die zwei schon, weil das, was wir jetzt schon diskutiert haben, geht nach meinem Empfinden doch schon recht in den zweiten Teil rein. Da können wir da dann nahtlos fortsetzen mit einem volleren Bauch. Hier mal. Hallo Gunnar. Hallo. Also ich mache mir momentan Gedanken um die jungen Leute, weil ich beobachtet habe, dass in den letzten 20 Jahren sich die Bildung sehr verändert hat. Also die Qualität hat sehr nachgelassen, besonders mit dem Bologna-System.
Und des Weiteren hat sich auch die Unterhaltungskultur sehr verändert. Also das ist so, dass die Leute beginnen, ein bisschen einfacher zu denken. Beispiel wäre da zum Beispiel Teletubbies. Und ja, jetzt sind wir halt in dieser Situation angekommen, die wir jetzt sind. Und ich persönlich frage mich einfach, wie können wir die Jugendlichen und die Kinder unterstützen, um sie aufzuklären und sie zu erreichen? Und insbesondere, wie können wir die hohe Bildung weiterhin gewährleisten, sodass auch Leute, die zum Beispiel Homeschooling haben oder wenn man die Kinder aus den Schulen nimmt, wie man weiterhin den Zugang zu den Universitätsbibliotheken zum Beispiel gewährleistet? Das sind so zwei Fragen, die ich mir stellen. Ja, große Fragen. Das sind drei. Hatten Sie nicht gesagt kleine Fragen? Nein, das sind so wichtige Fragen. Können wir die in den zweiten Teil nehmen? Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Aber das hält die Leute natürlich dran. Nachher wollen die gehen und ah nee, da kommt noch die andere. Aber ich sage vielleicht ganz kurz nur, weil wir haben ja auf der einen Seite einen sehr dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen jetzt die Kinder schützen, auch vor den Maßnahmen in den Schulen, und weil die wirklich auch traumatisierend sind. Und das ist das eine. Aber und das andere ist eben dieser sehr langfristige Prozess, der meines Erachtens auch nur aus dieser Selbstbegrenzung oder über diese Selbstbegrenzung geht, dass wir Kindern und jungen Menschen einen Ort bieten müssen, in dem sie dann doch gewissermaßen beschützt, auch vor diesen digitalen Möglichkeiten und dieser Verdummungsindustrie oder Unterhaltungsindustrie aufwachsen können und in der sie gleichzeitig eine Bildung erfahren können, die sie selber steuern können, wo sie selber eben frei und freiwillig und selber motiviert lernen. Das ist auch dann die Chance, die darin steht. Zum einen haben wir die Bedrohung, wir müssen das abwenden, und die können wir aber auch nutzen, um jetzt ins Handeln zu kommen und dann etwas Besseres aufzubauen, als eben es vorher war. Guten Appetit. Dann noch die letzte vor der Pause. Achso, wir haben ja noch eine. Ja, genau. Sorry. Genau, also ich könnte da direkt anknüpfen. Also wir haben so ein Schulprojekt gestartet für gemeinschaftsfreies Lernen, Campus Vivere. Ich bin aber vom Ursprung oder meine sonst bisher Haupttätigkeit, ich bin Traumatherapeutin, und ja, wo ich mich die ganze Zeit immer frage in dieser Diskussion, weil du ja auch Lehrer bist und auch aus Deutschland, was ist mit diesem Riesenthema mit schwarzer Pädagogik, mit Johanna Harrer, die Hebammen wurden bis in die 70er Jahre ausgebildet, ne, du hattest eben Oxytocin erwähnt. In den 70er Jahren war es quasi verboten für die Frauen zu stillen, weil die Muttermilch Gift ist für das Kind. Also wir haben die wahnwitzigsten Sachen hinter uns, und das geht ja über Generationen, dass sich diese Traumatisierung, diese Indoktrination quasi, die mit den ersten Monaten beginnt. Und meiner Ansicht nach stecken wir da mittendrin. Also wir haben jetzt gerade mit diesem Schulprojekt angefangen, und wir sehen jetzt nach 2 Wochen, dass quasi die älteren Schüler, die haben erstmal richtig Probleme, sich darauf einzulassen, dass sie sich jetzt, ne, dass sie das lernen dürfen, was sie lernen wollen, was jedes kleine Kind von sich aus tut. Und ja, da wollte ich dich fragen, wie siehst du das mit dieser schwarzen Pädagogik? Wie viel stecken wir da noch drin? Ja, das war das, was mich am meisten konsterniert hat, am eigenen Leib sozusagen, nicht direkt, aber in der eigenen persönlichen Erfahrung, weil ich als Lehrer gesehen habe, dass meine Kollegen, von denen ich vorher das Beste angenommen habe, oder tue ich es eigentlich immer noch, aber dass sie auf diese schwarze Pädagogik so schnell zurückgegriffen haben, dass sie mit der Angstmache, die natürlich ihnen ja auch gemacht wurde, aber gearbeitet haben. Und dass eben dadurch die Unterdrückung der vitalsten Bedürfnisse der jungen Menschen erreicht haben. Also da ging es ja nicht mehr so sehr darum, du musst jetzt hier diese mathematische Formel auswendig lernen und dafür bestrafe ich dich oder ich belohne dich dafür, so eine ganz kalte Art und Weise, sondern es ging darum, das Verhalten der Menschen zu transformieren oder einzuschränken, und das eben auch mit einem Ton, mit einer Rhetorik und auch mit wenig Verständnis. Ich rede jetzt sehr pauschal, aber ich habe das so erlebt, mit sehr wenig Verständnis und dafür, was die jungen Menschen sich alles ab
knapsen müssen und wie sie sich aufopfern und wie sie gut sein wollen. Und ohne da auch, also es war oft, fand ich, dass da die eigentlichen Maßnahmen und Gebote und Verbote nochmal übertroffen wurden, dass es nochmal extra streng war. Und man, wie in der Politik, auch wenn man sich nochmal extra streng verhält, dann hat man das richtig gut gemacht. Und wenn Kinder einander untereinander denunzieren, dann haben sie das richtig gut gemacht, weil das ist ja für das Gemeinwohl gut. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kann das sein? Das ist ja nichts Neues, offensichtlich etwas Unterschwelliges. Aber wo du das sagst, auch mit der Muttermilch, ist das auch vielleicht etwas, was uns wieder noch bevorsteht. Das gibt ja jetzt auch dann immer wieder, das wird dann zum Beispiel mit den Impfgegnern verbunden. Also das, also Breastfeeding makes moms anti-vaxxers oder so was. Das sind tatsächlich in der Washington Post und in anderen renommierten Zeitungen erschienene Meinungsartikel, die das zu so verlinken. Und da haben wir natürlich ein ähnliches Muster, dass es die Abkehr von Natürlichen sein soll hin zu einem Produkt, das die Industrie anbieten kann, sowohl eben bei der Muttermilch als auch bei dann dem Immunsystem. Genau, also zum Narzissmus, ne, führt ja, das ist eine Trauma-Überlebensstrategie, die in den ersten Jahren ergriffen wird. Mhm. Und ein Grund dafür ist natürlich Nichterfüllung der Bindungsbedürfnisse. Mhm. Und das oberste Punkt der Bindungsbedürfnisse ist Schutz und Sicherheit. Also im Prinzip stimmt diese Aussage. Wenn ich nämlich, ne, eine natürliche Bindung zu meinem Kind habe, dann hat das in sich Schutz und Sicherheit aus sich heraus und braucht sich nicht impfen lassen. Schutz von außen ist Blödsinn. Alle Krankheiten kommen von innen. Also und man kann das nur Menschen erzählen, die abgespalten sind. Aber dieses Traumathema und eben, ne, also auch dieses Thema, es ist nicht entnazifiziert worden. Also diese, wir sind voll, also wer noch Kinder hat oder sich daran erinnert, also mir ist das mit meiner Tochter noch passiert, ja, lass das Kind ruhig schreien, das stärkt die Lungen, das habe ich noch vor ein paar Jahren mir angehört. Also da fragt man sich ja, das ist ja unfassbar. Und wurde dann nochmal mit den Masken gesagt, ne? Dass dann sogar Ärzte gesagt haben, die Masken stärken das Lungenvolumen der Kinder. Also so eine perverse Formulierung eigentlich. Ja. Machen wir eine Pause. Ja, gut. Also, vorgesehen ist eine halbe Stunde Pause. Da draußen hat es.